Ja, hier waren wir doch auch schon mal. Celebi. Reptane. Was auch geschieht, es wird von Meister Diaga aufgespürt werden. Und höchstwahrscheinlich sind wir bereits zu spät, um noch eingreifen zu können. Sei still, Zwerfinst. So leicht wird es nicht zu fangen sein. Ja, das stimmt nun wirklich. Celebi ist kein schwaches Pokémon, aber genau wie Zwerfinst sagte, es wird von Schattendiaga verfolgt. Außerdem wird es von dem neuen, einfallsreichen Gehilfen. Das letzte Mal, als ich zu finsteren Tiefen und Düsterwelt gekämpft habe, waren wir gar nicht so weit von hier. Möglicherweise war Celebi vorsichtig und ist bereits geflohen. Celebi, Celebi, ich flehe dich an. Pass gut auf dich auf. Okay, ich kann schon nichts mehr ins Lager einlagern. Na gut, dann nehmen wir einfach das mit, was wir dabei haben und machen weiter. Hier nicht großartig viel am Inventar rumkramen. So. Eine Lahmfalle, okay, die interessiert es mich nicht so wirklich. Moment mal, das Top-Elixier. Was mir denn da? Mensch, Zwerg, jetzt einmal, wenn du deine jetzt nochmal Eis hier einsetzen sollst. Hui, Level Up. Ich kriege eine neue Attacke. Okay. Eigentlich hätte ich das jetzt nicht machen sollen, aber egal. Sandsturm. Sandsturm ist vor allem eins. Nervig. Ui, ein Rihuanya. Ein Belebersamen schon wieder. Ups. Wollten wir nicht selber essen. Treppe. Ah, und Sandsturm. Wer macht hier eigentlich diesen blöden Sandsturm?
Okay, er hat das schon besiegt in zwei Schattenstößen. Okay, hier haben wir eine Treppe. Der Schwarzsumpf. Sind wir hier richtig, Reptane? Ist dies der Ort, an dem du Celebi getroffen hast? Ja, genau. Wie still es ist. Haben sie es schon gefangen? Haben sie es schon mitgenommen? Oder hat es die Gefahr gespürt und ist weggelaufen? Es ist möglich, dass es sie ausgetrickst hat. Vielleicht versteckt es sich noch hier in der Nähe. Könnte überall sein. Etwas Eigenartiges liegt hier in der Luft. Celebi. Vielleicht ist es bereits fort. Ich wusste es. Sie haben uns geradewegs in eine Falle gelockt. Zwirfenst? Der neue Gehilfe von Dialga. Er ist genauso clever und hinterhältig wie du. Der einzig wahre Gehilfe von Meister Dialga bin ich. Ich kann es nicht zulassen, dass jemand meinen Platz einnimmt. Na kommen Sie. Dieses Mal gegen 6 von denen. Irgendeiner wird sich schon vor mich stellen, ja. Hier geblieben. Aua! Du tust mir weh! Nun sag schon, was ist mit Celebi passiert? Wo ist Dialga? Meister Dialga hat Celebi mit in hohem Tempo verfolgt. Zur Frostinsel. Frostinsel? Die abgelegene Insel im Süden? Ist das wahr? Ja, das ist die Wahrheit. Jetzt verschwinde. Frostinsel. Ist das nicht ein anderes Land? Ganz genau. Dafür müssten wir das Raumgefüge durchqueren. Und wie stellen wir das an? Keine Sorge. Wenn wir die Klippen von hier aus nach Süden folgen, werden uns die Polygon helfen, das Raumgefüge zu durchqueren. Also los. Was ist los? Ach, gar nichts. Es sind nur meine Arme. Es fühlt sich so an, als hätten meine Arme ihre Kraft endlich wieder erlangt. Jetzt, wo du es erwähnst. Vorhin, als er das Zibiris im Schwitzkasten hatte. Diese schiere Kraft. Es kann nicht anders sein. Die Kraft von Zwirfens ist größer als je zuvor. Ob seine Verletzungen wohl schon geheilt sind? Meine Kraft. Meine Kraft kehrt zurück. Da ist der Eingang zu den Raumklippen. Sobald wir hier durch sind, erreichen wir den Ort, an dem die Polygon leben. Celebi und Dialga sind bereits auf der Frostinsel. Wir sollten uns beeilen. Ja. Lager ist immer noch voll, also... Okay, gleich mal in eine Sackgasse rennen. Aber hier ist coole Musik.
sollten wir schon mitnehmen. Was können wir denn da was? Sind die Eisenbahnen eigentlich noch fixiert? Ja, sind sie noch. Schon wieder ein Apfel. Level up. Ich muss schon mal sagen, wer sich die Musik für die Dungeons hier ausgedacht hat, der war ein Genie. Wenigstens ein bisschen mehr Magenvolumen mal durch die ganzen Äpfel. Ja, maximales Magenvolumen von 115 jetzt. Irgendwas muss man da lassen können.
Übersamen. Ich weiß gar nicht, wie viel Belebersamen wir jetzt inzwischen schon gefunden haben. Ah! Meister, Smilfins. Es ist eine Weile her. Weshalb ich hergekommen bin, ich nehme an, ihr könnt euch denken, was ich von euch möchte. Das ist schwierig. Die Zubiris haben uns in ihrer Gewalt und hinter euch, Meister Zwölfinst. Ihr wollt mir also tatsächlich den Gehorsam verweigern? Wir machen es, wir machen es. Hier entlang, bitte. Nun gut. Wir werden euch auf die Frostinsel transportieren. Nicht bewegen,